Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet auch einfach das Video und weiter geht's in unserer wunderschönen Stadt, in der wir letztes Mal das Green Cities DLC eingeweiht haben. Angeweiht? Nein, wir haben es eingeweiht. Mit dem wunderschönen Parks hier. Was laber ich eigentlich gerade? Mit den wunderschönen Gebäuden hier. Und ich habe diese Mod immer noch nicht rausgenommen. Mann! Und hier werden jetzt auch nochmal einige Parks gebraucht. Das habe ich gerade ein bisschen vergessen, Leute. Und irgendwie hat das hier nicht so eine große Reichweite. Können wir das Budget davon noch irgendwie erhöhen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Als nächste Stadt, wenn mir das Let's Play ja wirklich durchgängig Spaß macht und ihr das auch gern mögt, als nächste Stadt würde ich dann gerne ein Szenario von Green Cities machen. Die sind ein bisschen schwerer, aber sind trotzdem eigentlich ganz nice. Diese Folge hier wollte ich jetzt dafür nutzen. Wie lang ist denn das? Ist das symmetrisch? Waren 50 Uhr. Ich wollte diese Folge nutzen, um die Infrastruktur mal ein bisschen auszubauen. So, da ist die Kreuzung. Und natürlich machen wir das hier so. Wir machen es nach Segmenten. Okay, so ist es natürlich ganz nice. Ja, lassen wir es einfach mal so. Wenn da Gebäude stehen, wird das ja sowieso anders aussehen. Ich habe mal wieder gerade eine sehr lange Redepause gehabt. Ich hätte gerne, das Stadtzentrum hätte ich. Ja, ein Grid, weiß ich jetzt nicht, ob ich da wirklich. Ja, wir machen es erstmal doch lieber weg, Leute. Ich will da jetzt nicht wirklich ein Grid haben. Wir werden ja heute voraussichtlich die 8000 Einwohner erreichen. Und dafür ist ganz praktisch, ich beschleunige einfach mal die Zeit. Denn bei 8000 Einwohnern, bei kleiner Stadt, kriegen wir halt die einzigartigen Gebäude auf Stufe 6. Da würden wir einiges freischalten. Deswegen schmule ich einfach mal ein bisschen die Zeit vor. Und ihr braucht noch ein bisschen Wasser hier. As you wish. Oh, lol, Siri ging gerade wieder an. Nice, Alter. Warum auch immer. Ja, ein bisschen Gewerbegebiet hätte ich hier noch gerne. Ganz ehrlich, ich muss das hier nochmal ein bisschen das Stadtviertel erweitern. Wieso ganz ehrlich? Ist doch nicht dramatisch, das Stadtviertel zu erweitern. Ich mache das mal hier vom Kreisverkehr aus. Ich habe ja hier alles angewandt, ne? Mal zur Sicherheit. Ja, wow. Ja, denn ich möchte hier mal die Gewerbegebiete antesten. Wie die denn hier aussehen. Malen wir die einfach mal alle hier hin. Und beschleunigen mal ein bisschen die Zeit. Okay, da werden jetzt schon die ersten gebaut. Ist gerade wieder ein bisschen Wohngebietnachfrage gestiegen. Die erfülle ich natürlich gerne. Dann schauen wir uns nochmal ganz kurz hier an, wie das hier wächst. Das sieht schon süß aus, alles hier, ne? Ich finde, das sieht alles schön aus. Wie sieht es mit der Lautstärke aus? Normalerweise waren die nämlich immer ziemlich laut. Ach du Kacke. Ja, den Leuten hier dürfte es nicht sehr gut gehen. Müllverarbeitungsstatus. Ich mache mal noch so ein. Oh, wir haben es schon erreicht. Nice. Dann können wir gleich damit loslegen, das Stadtzentrum zu bauen. Denn das würde ich sehr gerne im Pausenmodus machen. Stimmt. Mir fällt jetzt gerade auf, wir haben ja noch gar keine zusätzliche Kreuzung gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn wir hier was hinmachen und da was hinmachen. Was passiert, wenn wir 3 freilassen? 1, 2, 3. Na, das geht nicht. Da mache ich einfach mal so. So ist auch ganz okay, Leute.
Und von hier aus mache ich dann einfach mal so eine Straße. Ich habe das mal in einer Stadt geschafft, das so richtig wild zu bauen. Wild im Sinne von einfach irgendwas hingeklatscht. Wir können rein theoretisch auch einfach den Burj Khalifa bauen. Der ist mir dann aber auch eine Nummer zu hoch. Also ist das Gebäude, was ist das? Achso, der Shanghai Tower. Was zur Hölle, wieso ist der durchsichtig? Ist der im Game auch durchsichtig? Nee, ist er nicht. Nur da oben sieht er ein bisschen komisch aus. Den habe ich tatsächlich schon mal in echt gesehen. Ist sehr schön. War ich aber leider nicht drauf. Aber trotzdem. Gucken wir einfach mal, was so geeignet wäre als höchstes Gebäude. Oh Gott, wieso ist hier eigentlich so viel? Ich verstehe das nicht. Ist wahrscheinlich alles aus irgendeinem Set, das ich mir mal runtergeladen habe. Stimmt. Das Skyliner Hotel, das hätte ich hier auch sehr gerne in der Stadt. Das Taipei können wir auch hierhin machen. Oder das Empire State Building. Eine Nummer zu klein, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ja, wir machen einfach mal das hier als höchstes Gebäude. Klatschen wir es einfach mal hier hin. Und machen einfach mal nochmal die Wasserversorgung hier hin. Leute, hier werden gleich viel mehr Gebäude stehen. Heute bauen wir einfach mal das epische Stadtzentrum, obwohl meine Pläne eigentlich anders waren. Ja, wieso habe ich das jetzt so gemacht? Ein bisschen all das nicht an die Straße zu platzieren. So. Keine Sorge, Leute, das wird noch ein bisschen besser aussehen. Das könnte ich auch daneben stellen. Was ist das? Capella Tower. Kenne ich jetzt nicht. Und ist auch irgendwie ein bisschen zu lang, um so seitlich zu stehen. Na, hier ist wahrscheinlich eher nichts. Was war das? Ach so, das. Hier sind echt viele komische Sachen. Ja, der Turm, den Aussichtsturm. Mann, der ist so winzig. So. Ja, nochmal den Burj Khalifa. Ach du Kacke, der ist so hoch. Oder hier das. Alter. Ich hätte gern... Ach stimmt, The Gherkin. Wir können ja noch... Ach. Das ist ja voll klein. Also einfach mal ein paar Vanilla-Gebäude hier hinsetzen können wir ja auch. Und dann ein etwas höheres Gebäude direkt hinter The Gherkin. Ist das zu hoch? Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, das sollte schon einen höheren Kontrast haben. Und ich entschuldige mich nochmals, falls ich einfach zu wenig rede. Ich bin ein bisschen im Game drin, sozusagen. Der Berliner Fernseher ist doch niemals so hoch. Ja, hier wurde nicht ganz 1:1 gearbeitet. Was zur Hölle? Das Sydney Opera House? Lol, das wusste ich gar nicht, dass ich das habe. Wieso habe ich das nicht? Ihr Darlehen darf nicht größer sein als 2000. Was? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. So? Nö. Keine Ahnung, Leute, aber was ist das hier? Italien darf nicht größer sein als 2000. Da schaltet man sehr viel frei. Sears Towers. Ich hätte vielleicht ein bisschen überlegen sollen, bevor ich hier einfach irgendwas mache. Der ist viel zu winzig. Das ist ja kein Wolkenkratzer, Junge. Wieso steht da ein Wolkenkratzer im Namen? Im Namen. Kann man das dahinter stellen oder ist das auch wieder zu klein? Ein bisschen zu klein. Und ich finde, es würde dem eher etwas gut tun, wenn es ein bisschen schräger wäre, aber... Leute, ich cut das mal ein bisschen vor euch raus und zeige euch dann gleich mein Ergebnis. Und da bin ich auch schon wieder mit einem halbwegs fertigen Zentrum. Ich habe gerade aus Versehen auf Play gedrückt, das war keine so gute Idee. Denn ich habe da schon IT-Cluster abgegrenzt. Und... Dafür brauchen wir ja das Stadtviertel da. Sonst werden da ganz normale Bürogebiete gebaut. So, füllen wir das einfach mal. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen, was ich hier gebaut habe. Also, ich habe hier in diesen Lücken
größtenteils IT-Cluster reingefüllt. Wir haben auch kein Wasser. Meine Fresse, was ist denn hier los? So. Ja, Strom ist ja über Straßen verbunden. Ja, ich habe hier das Skyliner Hotel gebaut und The Gherkin immer noch. Ich glaube, die waren auch beide schon vorher da. Dann habe ich hier den Spinnaker Tower Portsmouth. Ich habe keine Ahnung, ob der wirklich im Game drin ist. Ich glaube eher nicht. Dann habe ich hier noch den Capella Tower eingebaut, den wir am Anfang nicht so nice fanden. Habe ich jetzt aber trotzdem mit eingebaut, einfach weil er von diesen Gebäuden auch ein bisschen verdeckt ist und hier noch IT-Cluster hinkommt. Das ist das IT-Cluster? Ich meine jetzt das hier. Nein, das ist kein IT-Cluster. Das ist irgendwas mit Finanz. Keine Ahnung, stand da gerade im Namen. Also ja, und dann habe ich hier noch aus dem Workshop irgendwie, also die Sachen, die wir da gerade gesehen haben, hier bei Stufe 5, die alles so seltsam war, habe ich einiges verbaut, weil es einfach hier einen typischen Großstadt-Look hat und alle sehr hoch waren. Unter anderem habe ich hier das hier, High-Rise The Peak, Gott weiß was. Die haben alle sehr komische Namen, aber ich finde, die sehen sehr schön aus und passen auch relativ genau hier rein. Und anhand der Fenster sieht man auch, wie groß diese Dinger nochmal sind. Also auch nochmal hier dieses Hotel da, das finde ich sehr gut gemacht. Ich meine, allgemein in echt ist das bestimmt sehr schön, weil, ich meine, guckt euch das mal an. Hier unten ist da so ein bisschen was, wahrscheinlich irgendwie so sozusagen zweite Klasse Hotels, und da oben ist dann einfach so aufgehangen. Dann wahrscheinlich das Luxushotel. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. Und allgemein, wenn man hier durchlatscht, ganz ehrlich, wenn ich The Gherkin hier so sehe, habe ich ein richtiges London-Feeling. Ist richtig schön. Und hier haben wir halt die richtig unlogischen IT-Cluster-Gebäude. Wie gesagt, hier IT-Cluster immer noch komisch. Ich meine, guck mal hier Parkplatzgröße an und dann hier die Fenster. Naja, macht nicht so viel Sinn. Aber allgemein, diese riesigen Gebäude hier, da arbeiten irgendwie, guck mal, hier 7 Menschen drin. WTF. Das ist so seltsam einfach. Es macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ist trotzdem da, Leute. Und ich würde sagen, wir sollten uns mal hier ein bisschen um Versorgung kümmern. Und einfach für den Look des Großen packe ich hier einfach mal ein heftiges Krankenhaus hin. So ein richtig großes europäisches. Und hier der Rest ist halt, wie gesagt, mit IT-Cluster vollgeklatscht. Ich finde, das Stadtzentrum sieht schon sehr schön aus. Es wird natürlich noch schöner gemacht. Aber ich finde es trotzdem jetzt schon ganz ordentlich. Und hier ist ein verlassenes Gebäude. Oh, guck mal, das meine ich. Die können ab und zu neu gebaut werden. Was eigentlich ganz nice ist. Dann machen wir das noch weg. Und schauen uns auch nochmal ganz hier diese Öko-Sachen an. Die sehen richtig schön aus. Finde ich zumindest. Ist alles ziemlich nice. Und ich glaube, langsam sollten die mal auf Stufe 2 upgraden. Freizeit haben die. Transport. Stimmt, Transport haben die noch nicht. Packe ich denen einfach mal eine U-Bahn-Station hier hin? Nein, unglücklich. Tut mir leid. Die allgemeine Glücklichkeit erhöht sich dadurch. Hashtag Meme. So, machen wir es mal hier hin. Und zwei verschiedene Wege. Nice. Und machen dann von da aus noch eine neue Linie. Das ist die Exclusive Line. Haltestelle hinzufügen. Noch eine Haltestelle hinzufügen. Dann nochmal die Haltestelle hinzufügen. Und dann hier. Sozusagen, dass wir einfach hier einen Kreis haben. Geht von da los und dann fährt er hier wieder zurück. Und deswegen würde ich gerne nochmal einen Kreis in die andere Richtung haben. Perfekt. Jetzt dürften ja alle glücklich sein. Leute, level doch einfach mal ab. Polizei, ja, in Sachen Bildung ist hier halt ein bisschen broken. Das liegt, glaube ich, an den wenigen Kreuzungen, die wir hier haben. Ich meine, so eine Grundschule reicht halt echt nicht wirklich. Und ich glaube tatsächlich, beim Wohngebiet können wir einfach alle Kreuzungen durchmachen. Es ist ein Wohngebiet, das juckt keinen. Da fahren die wenigsten Leute lang.
Und ich habe schon wieder das gemacht. Wieso ist das hier überhaupt möglich? Ich hasse das, Leute. Das Blöde, ich habe jetzt das Zeitgefühl für die Aufnahme verloren, weil ich ziemlich lange hier dran gesessen habe und vergessen habe, die Aufnahme zu pausieren. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass alles okay ist. Das haben wir doch auch schon gebaut. Das Einzige, was hier fehlt, ist eine Uni. Klatsche ich mal hier hin. Brauchen die Jungs und Mädels hier ja auch. Grundschule wird hier langsam gemacht. Ich sehe schon, wir haben 5%, haben schon Universitätsabschluss. Das ist ja nice. Werden jetzt eigentlich mal die Luftballontouren benutzt? Nö. Wird der Park benutzt? Ja. 54 Besucher diese Woche. Bald haben wir dann auch schon die nächste Stufe. Denn der Park ist ja eigentlich ganz schön. Und wir haben schon wieder ein bisschen Wohngebiet-Nachfrage. Dieser Nachfrage möchte ich natürlich nachgehen. Da haben wir schon Besucher. Ja, ein einziger. Ist eine Beschreibung. Home of highest restaurant in the world. Achso, das ist einfach nur ein Restaurant. Ja, ist wahrscheinlich auch ein Hotel. Ich meine, sonst wird es Skyliner Hotel. Sonst wird es nicht so heißen. Wir haben schon einige Privatfahrzeuge, die den Weg auf sich nehmen. Vor allem das hier. Das ist ja cool. Leute, komm. Den folgen wir jetzt einfach mal. Wir folgen ihm auf seinem Weg ins Skyliner Hotel. Hier sehen wir das ganz normale, dicht besiedelte Wohngebiet. Was ist denn eigentlich gerade mit mir los? Hier ist das undicht besiedelte Wohngebiet. Gleich ist hier der Stadtbogen zu sehen. Ein Ausblick auf die städtische Skyline. Alter, das sieht schön aus. Nice. Eine Auffahrt vom Kreisverkehr auf den Highway der wunderbaren Insel Raxo. Ja, genau so heißt sie jetzt. Weiter vorne können sie bereits den nächsten Kreisverkehr entwickeln. Weiter vorne können sie bereits den nächsten Kreisverkehr entdecken, von dem aus wir auf die Innenstadt abfahren werden. Rup. Hier können sie nun die Selbstversorgerwohngebiete sehen, gefolgt von der städtischen Skyline. Ich wäre kein guter Tourist Guide, ich kann überhaupt nicht sprechen. Und drei gleich aussehenden Bürogebäuden direkt nebeneinander. Ja, bei den IT-Cluster-Gebäuden haben die sich nicht so viel Mühe gegeben. Die sehen alle gleich aus. Aber trotzdem, das sieht schön aus, Leute. Trotzdem, Leute. Und ich merke gerade, die IT-Cluster-Gebäude sind einfach mal so hoch wie The Gherkin. Deswegen würde ich sagen, setzen wir The Gherkin einfach mal weiter vorne. Können wir das? Können wir nicht. Really? Ach, Menu. Ja, da machen wir es halt nicht. Dann würde ich sagen, machen wir dahin an diese Stelle kein IT-Cluster. Sorry, Leute. Ein paar Arbeitsplätze verloren. Und da die Nachfrage auf diese Gebiete recht hoch ist, wird jetzt auch wahrscheinlich recht schnell gebaut. Ach, Leute, ich bin gerade so glücklich. Das sieht alles hier so schön aus. Vielleicht sollten wir uns langsam mal die Sachen von Green Cities ansehen. Da haben wir unter anderem die Grüne Lunge. Ein wunderbares Gebäude. Offizieller Park. Bürogebiet mit 10.000 Quadraten gebaut. Ja, haben halt erst 300. Wir haben auch noch dieses Colossal Order Büro. Hätte ich jetzt vielleicht auch benutzen können. Aber ist schon ein bisschen klein. Gut, dass ich das dann doch nicht benutzt habe. Stimmt, den Transportturm hätten wir auch noch nehmen können. Fällt einem alles erst so im Nachhinein auf, ne, Leute? Ihr versteht, was ich meine. Ihr fühlt meinen Schmerz. Ah, just kidding. Ich würde aber ganz gerne auch so eine Art Central Park bauen. Der dann irgendwie so... Ja, Leute. Oh Gott, bitte. Ohne Straßenvorgaben gerade mal. Einfach mal so einen ganz winzig kleinen Central Park. Und Leute, jetzt erstmal nicht erschrecken. Es ist jetzt nur für die Gebietabgrenzung. Machen wir gleich wieder weg. Und dann genauso hier. So. Dann grenzen wir direkt mal ein neues Parkgebiet ab, Leute. Frage ist, was wird das für ein Park?
Freizeitpark haben wir schon auf der Insel da hinten. Fliedergarten. Nicer Name, muss aber trotzdem gleich weg. Ihr merkt, was ich gerade vorhatte. Und da brennt ein Gebäude. Feuerwehr. Ja, ich habe hier vor, halt gerade mit Autobahn und allem zu arbeiten, damit die Abgrenzung besser aussieht. Und ich weiß, dass das sieht gerade schlecht aus, weil es euch zerstört. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Sorge. Machen wir gleich wieder weg. So. So. Ach komm. Mach einfach so ganz. Okay, dann sieht es halt jetzt so aus. Und dann machen wir nochmal diese Straße hier weg. Können wir das durchmachen? Können wir irgendwie. Wo ist Road Anarchy? Nein, da ist es nicht. Wieso ist Road Anarchy nicht mehr da? Ach so, da. Einfach mal dahinter verschollen. Nice. Denn ich weiß, da geht wahrscheinlich eine Stütze durch. Ja, da sieht man es auch schon, aber wir werden das nie sehen, Leute. Und deswegen lasse ich das jetzt auch einfach mal so. Unser wunderschönes Parkgebiet ist abgegrenzt. Ich frage mich aber immer noch, was das für ein Park werden soll. Naturschutzgebiet macht jetzt so neben der Innenstadt nicht so viel Sinn, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Aber was denn sonst? Vielleicht ein Zoo? Ein Zoo wäre mal ganz nice, ne? Stadtpark ist ein bisschen langweilig. Wird zwar wahrscheinlich am besten passen, aber das ist mir egal, Leute. Dann machen wir noch ganz kurz hier ein bisschen Gewerbegebiet hin. Gewerbegebiet. Ich würde gerne die normale Stadt hier machen. Und das hier weg. Hallo, Bulldozer. Denn das war wahrscheinlich einfach normal. Ich guck mal ganz kurz noch, wie lange ich noch aufnehmen muss. Leute, das war's auch gleich schon. Es ist vielleicht, ich weiß nicht, ich kann nicht einschätzen, wie lange ich gebaut habe, Leute. Wenn ich lang gebaut habe, dann packe ich euch das in eine Timelapse und ja. Ich würde sagen, es ist definitiv eine gelungene Folge. Ich finde das ja alles sehr schön. Wir machen hier noch ein bisschen Bäume hin. Oh, vielleicht nicht so groß. Aber wir machen hier noch ein bisschen Bäume hin, einfach damit es einen gewissen Parklook hat. Denn das soll ja schön werden, Leute. Oh, passend zum Park haben wir gerade einen Freizeitparkstufenaufstieg bekommen. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an, Leute. Denn das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Tschüss, Leute.